Herzlich willkommen zu den Wetteraussichten hier bei wetter.net. Beruhigung der Wetterlage in den Alpen. Keine neuen Schneemengen mehr, die hinterherkommen. Dafür allerdings weiterhin Lawinengefahr. Der Stufe 2 in den deutschen Alpen, oberhalb von 2000 Metern und oberhalb der Waldgrenze zum Teil Gefahrenstufe 3. Da sollte man abseits der Pisten auf keinen Fall unterwegs sein. Auch wenn es so schön aussieht, auch wenn es furchtbar viel Spaß macht, es ist weiterhin gefährlich. Es ist vor allen Dingen der Triebschnee, der das größte Problem darstellt. Das ist dieser leichte, lockere Pulverschnee, der mit dem Wind verweht wird und dann auf dem gebackenen Schnee sich so ein bisschen ansammelt. Und der ist so instabil, dass schon ein lautes Klatschen ausreicht, schon ein einzelner Skiläufer ausreicht, das ganze Schneebrett in Bewegung zu setzen. Und dann hat man die Lawine und dann hat man das Problem. Deshalb ist die Gefahrenstufe weiterhin relativ hoch, auch wenn kein neuer Schnee hinterherkommt. Nach Norden hin an diesem Wochenende viel Sonnenschein, dank eines Hochdruckgebietes, das sich an Elbe und Alster bildet. Richtung Süden an der Isar und an der Donau noch ein paar dichtere Wolkenfelder. Es bleibt aber meistens trocken. In der kommenden Nacht kommen von Westen hier ein paar Wolkenfelder hereingezogen. Die sind ziemlich strukturlos und deshalb sprechen wir dabei häufig von Hochnebel. In der kommenden Nacht gibt es aber auch ein paar Gebiete mit Aufklarung und dann wird es richtig kalt über den Schneeflächen. Temperaturen bei Aufklaren sehr schnell bis minus 8 Grad absinkend, am Erdboden direkt über dem Schnee auch mal schnell bis minus 12 Grad. Verbreitet Frost in ganz Deutschland in der kommenden Nacht, nur an den Küsten bleibt es meistens frostfrei. Morgen im Tagesverlauf lockert die Wolkendecke dann in Norddeutschland auf, ebenso in Baden-Württemberg. Da wird es dann auch immer freundlicher und im Saarland. Da sind die regionalen Unterschiede dann relativ groß. Wenige Kilometer reichen aus, um von einem dezenten Grau in ein herrliches Blau zu fahren und den Sonnenschein zu genießen. Die Tagestemperaturen, ob Wolken oder nicht, fast einheitlich bei etwa 0 Grad. Um den Gefrierpunkt herum tanzen die Temperaturen. Der Sonntag wird nach Norden hin und in der Mitte Deutschlands sonnig und trocken. Ein klarer Wintertag. Im Süden ein paar mehr Wolken. Südlich der Donau, im Schwarzwald und am Alpenrand fällt ein bisschen Schnee. Montag früh gibt es dann ein großes Spektakel am Himmel über uns. Eine totale Mondfinsternis. Das Ganze beginnt um 5.41 Uhr, endet um 6.44 Uhr, also so um die Frühstückszeit und kurz davor. Und es gibt viele Gebiete, wo es dann am Morgen keine Wolken geben wird. Und deshalb kann man das Ganze dann in vielen Landesteilen auch wunderbar anschauen. Nach Norden hin dann am Montag ein paar dichtere Wolken und ein bisschen Schnee oder auch mal Schneeregen an den Küsten. Und auch in Süddeutschland sind noch ein paar Wolkenfelder unterwegs und direkt am Alpenrand rieselt es auch noch ein bisschen. Das sind aber alles keine großen Mengen. Der Dienstag wird ebenfalls freundlich, vor allen Dingen in der Mitte Deutschlands viel, viel Sonnenschein, drumherum ein paar Wolkenfelder und später vom Westen her ein schwacher Tiefausläufer, der sich langsam nähert. Und der wird uns in der kommenden Woche noch beschäftigen. Da ist nämlich durchaus dann verbreitet Schneefall möglich. Wie das Wetter bei Ihnen wird und wie kräftig der Frost bei Ihnen in der Nacht zuschlägt, das erfahren Sie bei uns unter wetter.net. Machen Sie es gut. Tschüss.